Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist 12.30 Uhr und wir beginnen mit unserer Anhörung an einem wunderschönen sonnigen Tag. Aber wir sind hier im Paul-Löbe-Haus immer parterre und können die Sonne nur erahnen. Das ist manchmal auch ein bisschen gemein, aber trotzdem, die gute Stimmung schlägt allgemein durch. Und das ist doch, ich glaube, wir haben selten den Frühling so erwartet wie jetzt. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu der heutigen öffentlichen Anhörung im Ausschuss für Arbeit und Soziales. Zunächst möchte ich für die Bundesregierung die parlamentarische Staatssekretärin Annette Kramme willkommen heißen. Alle teilnehmenden Ausschussmitglieder sind wie die Sachverständigen über das Videokonferenz Cisco WebEx dabei. Gegenstand unserer heutigen öffentlichen Anhörung sind die folgenden Vorlagen. A. Antrag der AfD-Fraktion, Anhebung der Verdienstgrenze für geringfügig Beschäftigte durch eine dynamische Kopplung an die Inflation, Drucksache 25.807. B. Antrag der FDP-Fraktion, Minijobs dynamisieren, Drucksache 24.370. C. Antrag der Fraktion Die Linke, Minijobs in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung überführen, Sozialversicherungssysteme stärken, Drucksache 24.003. Die von den Verbänden, Institutionen und Einzelsachverständigen abgegebenen Stellungnahmen liegen Ihnen auf Ausschussdrucksache 19.11.952 vor. Von Ihnen, den Vertreterinnen und Vertretern der Verbände, Institutionen und von den einzelnen Sachverständigen möchten wir hören, wie Sie die Vorlagen fachlich beurteilt. Und zum Ablauf der heutigen Anhörung darf ich Ihnen einige Erläuterungen geben. Die alten Hasen unter Ihnen kennen das schon. Die uns zur Verfügung stehende Beratungszeit von 90 Minuten wird nach dem üblichen Schlüssel entsprechend ihrer jeweiligen Stärke auf die Fraktionen aufgeteilt. Dabei wechseln die Fragestellerinnen und Fragesteller nach jeder Frage. Das heißt also eine Frage, eine Antwort. Um die knappe Zeit effektiv zu nutzen, sollten möglichst präzise Fragen gestellt werden, die konkrete Antworten zulassen. Die Stoppuhr können wir in WebEx nicht einblenden. Das heißt, alle achten bitte selbst auf die Uhr. Ich sage aber kurz vorher immer Bescheid, wie viel Zeit noch da ist. Ich möchte alle Zugeschalteten zur Verbesserung der Tonqualität ganz herzlich bitten, ein Headset zu benutzen. Das ist auch für das Wortprotokoll wichtig, das wir von dieser Anhörung machen. Wegen der Kürze der zur Verfügung stehenden Zeit sind Eingangsstatements nicht vorgesehen. Hierzu dienen im Übrigen die vorgelegten schriftlichen Stellungnahmen. Schließlich noch der Hinweis, dass es heute am Ende der Befragungsrunde eine sogenannte freie Runde gibt von 10 Minuten. Und hier können dann Fragen aus allen Fraktionen kommen. Nun möchte ich die zugeschalteten Sachverständigen ganz herzlich begrüßen. Es sind dies von der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, Frau Dr. Susanne Wagenmann. Frau Wagenmann, hören Sie uns? Guten Tag, vielen Dank für die Einladung. Gerne. Vom Bundesinnungsverband des Gebäudereinigerhandwerks, Herr Johannes Bungart. Guten Tag, auch herzlichen Dank für die Einladung. Gerne. Von der Deutschen Rentenversicherung Bund, Herr Dr. Thiede, den habe ich eben schon gesehen. Der ist da und im Homeoffice. Wunderbar. Von der Minijobzentrale Rentenversicherung Knappschaft Bahnsee, Frau Peggy Horn. Guten Tag zusammen. Hallo. Vom Deutschen Hotel- und Gaststättenverband, Frau Sandra Warden. Ich bin da, schönen guten Tag. Ebenso herzlich willkommen heiße ich die Einzelsachverständigen, Herrn Heribert Jüris. Ja, guten Tag. Sehr schön. Herrn Professor Dr. Ulrich Wallwey. Ja, auch hallo von meiner Seite. Vielen Dank für die Einladung. Gerne, gerne. Herr Dr. Grabka. Ja, danke für die Einladung. Frau Dr. Claudia Weinkopf. Frau Dr. Weinkopf. Frau Bischof vom Sekretariat sagt mir, sie ist da, aber hat das Mikro noch stumm. Jetzt ist ich habe es jetzt angemacht. Vielen Dank. Super. Und dann vom Deutschen Gewerkschaftsbund, Frau Evelyn Reder. Guten Tag, ich grüße Sie. Und Herrn Johannes Jakob. Und den habe ich jetzt an letzter Stelle genannt, weil Herr Johannes Jakob im April in den Ruhestand geht und hier ein ganz, ganz häufiger Gast gewesen ist. Und ich die Gelegenheit nutzen möchte, lieber Johannes, für ganz, ganz viele und kluge Stellungnahmen, die uns alle viel weitergebracht haben, herzlich zu danken. Und wir sehen uns sicherlich noch das ein oder andere Mal bis zum April. Aber dennoch, auch in meiner Funktion als Ausschussvorsitzender, vielen Dank und ich wünsche einen guten Ruhestand. Und einen erfolgreichen und aktiven. Vielen Dank. Das wird vermutlich auch meine letzte Sitzung sein.
weil meine Nachfolgerin Irene Rehner schon an Bord ist und in Zukunft wird sie dann die Termine übernehmen. Super. Frau Rehner, wir freuen uns auch ganz herzlich, dass Sie die quasi Nachfolge antreten. So, jetzt geht es weiter im Text. Die Öffentlichkeit und weitere Kolleginnen und Kollegen aus unserem Ausschuss beteiligen wir über eine Live-TV-Übertragung an unserer Anhörung. Die Aufzeichnung wird auch auf unsere Internetseite in der Mediathek zur Verfügung gestellt und bleibt dort abrufbar. Wir beginnen jetzt mit der Befragung der Sachverständigen. Dazu bitte ich, dass gleich zu Beginn die entsprechende Institution bzw. der oder die Sachverständige genannt wird, an die oder den die Frage gerichtet wird. Und als erstes hat Herr, wer hat das Wort? Herr Kartes. Lieber Herr Kartes, Sie haben als erstes das Wort. Ja, hallo zusammen auch von meiner Seite. Ich hoffe, man kann mich gut verstehen. Sieht so aus, meine erste Frage geht an die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft Bahnsee und an IAB und die lautet wie folgt: Wie hat sich die geringfügige Beschäftigung im Verhältnis zur sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung in den vergangenen Jahren und zuletzt insbesondere auch während der Corona-Pandemie entwickelt? Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kartes. Frau Horn. Ja, vielen Dank für die Frage. Ich würde gerne zwei Zeiträume hier teilen. Zunächst den Zeitraum von 2004 bis 2019, also dem Zeitraum vor der Corona-Pandemie. Und dann noch etwas zum Zeitraum des letzten Jahres sagen und zur aktuellen Situation. Warum diese Trennung? Valide Daten stehen uns als Minijobzentrale erst seit dem Jahr 2004 zur Verfügung. Das hat verschiedene Gründe. Unter anderem hat sich die gesetzliche Grundlage deutlich geändert. Seit 2003 sind Nebenverdienste neben einer hauptversicherungspflichtigen Beschäftigung wieder zulässig. Es gibt keine Stundenbegrenzung mehr. Und was aus meiner Sicht für statistische Zahlen entscheidend ist, ist, dass es vorher eine gestreute Zuständigkeit gab. Die einzelnen Krankenkassen, die sich auch um die Meldung von geringfügig Beschäftigten gekümmert hatten, hatten aufgrund der Leistungsfreiheit, die damit damals auch schon verbunden war, kein so großes Interesse an ganz konkreten und eindeutig aussagefähigen Zahlen. Das sind so die Punkte, wo man vermeiden sollte, aus unserer Sicht Äpfel mit Birnen zu vergleichen. Deswegen beginnen wir mit unseren Zahlen immer im Jahr 2004. Seit 2004 bis zum Jahr 2019, Ende 2019, ist die Zahl der Minijobber um 2,3%, also leicht zurückgegangen. Wir hatten 6,84 Millionen geringfügig Beschäftigte im Dezember 2004 und 6,68 Millionen geringfügig Beschäftigte im gewerblichen Bereich im Dezember 2019. Eine Sonderrolle spielen noch die geringfügig Beschäftigungen im privaten Bereich. Im privaten Bereich haben wir einen erfreulichen Anstieg zu verzeichnen. Da ist die Zahl von 103.000 Minijobber im Privatbereich im Jahr 2004 auf 305.000 Beschäftigte angestiegen. Im Vergleich dazu ist in dem gleichen Zeitraum auch sehr erfreulicherweise die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungen um 28,9% angestiegen. Betrachtet man nun noch gesetzliche Veränderungen in diesem Zeitraum, das war zum einen die Anhebung der Beitragsgrenze im Jahr 2013 von 400 auf 450 Euro. Und die Einführung des Mindestlohns im Jahr 2015, so ist insgesamt da zu verzeichnen, dass beide Veränderungen keinen großen Einfluss auf die Zahl der geringfügig Beschäftigung hatten. Ja, das war der Zeitraum bis 2019. Und jetzt gibt es eine ganz besondere Arbeitsmarktsituation aufgrund der Corona-Pandemie. Im letzten Jahr ist die Zahl der Minijobber, die angemeldet sind bei uns, um insgesamt 13% zurückgegangen. Wir haben im Moment, der Zahlen schwanken ein wenig von Monat zu Monat, zwischen 5,7 und 5,8 Millionen geringfügige Beschäftigungen im gewerblichen Bereich. Im privaten Bereich ist die Zahl nur leicht rückläufig. Da verweisen wir im Moment 293.000 Beschäftigungen.
Wir hatten einen ersten Tiefpunkt im Mai des letzten Jahres. Da war die Zahl erstmalig unter die 6-Millionen-Grenze gerutscht im gewerblichen Bereich. Davon haben sich die Zahl der Beschäftigungsverhältnisse aber sehr schnell wieder nach den entsprechenden Lockerungen erholt. Die Zahl ist dann wieder sehr kurzfristig angestiegen auf 6,2 Millionen Beschäftigte und ist dann aber aufgrund des zweiten Lockdowns auf die eben schon genannte Zahl von 5,8 Millionen, stand auch wieder heute, zurückgegangen. Wie bewerten wir diese Zahlen? Der Minijobzentrale stehen keine Zahlen zur Verfügung, was die Situation der Arbeitsverhältnisse selber betrifft. Wir haben aber nicht, wie vielleicht zu vermuten wäre, mehr Abmeldungen zu verweisen, sondern die Zahl der Abmeldungen ist auch zurückgegangen im Jahr 2020. Und was besonders auffällig ist, wir haben sehr deutlich über 700.000 weniger Anmeldungen im Jahr 2020 gehabt. Das deutet darauf hin, Minijobs sind oft sehr kurzfristig. Das heißt, 38% dauern maximal ein Jahr, weitere 17% maximal 2 Jahre. Dass die Arbeitgeber aufgrund der besonderen Situation, die die Dienstleistungsbranche insbesondere betrifft, davon abgesehen haben, Verträge zu verlängern oder saisonal neue Angebote entsprechend zu unterbreiten. Ja, das sind die Zahlen aus der Minijobzentrale. Vielen Dank, Frau Horn. Als nächstes Herr Professor Wallwein. Ja, ich kann vieles von dem bestätigen, was Frau Horn gesagt hat. Ich stütze mich jetzt auf Zahlen der Bundesagentur für Arbeit. Man muss sagen, dass vor der Corona-Pandemie der Aufschwung am Arbeitsmarkt im Wesentlichen getragen wurde von der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung. Wir hatten 2019 33,5 Millionen sozialversicherungspflichtig Beschäftigte. Allein in den 10er Jahren sind da 5,5 Millionen dazugekommen. Die geringfügige Beschäftigung, das ist ja eben schon ausgeführt worden, die wies in den letzten Jahren nur eine leicht steigende Tendenz auf und lag vor der Pandemie bei ungefähr 7,5 Millionen nach Zahlen der Bundesagentur. Die ausschließlich geringfügig Beschäftigten gingen sogar leicht zurück, während die Nebenjobs zulegten. Und dieser Trend setzte sich dann im Grunde auch jetzt während der Corona-Pandemie fort. Während die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung einigermaßen stabil blieb, verringerten sich die Minijobs, das ist ja eben schon ausgeführt worden, um etwa 500.000 zwischen März 2020 und November 2020. Dieser Rückgang verteilt sich ungefähr zur Hälfte auf ausschließlich geringfügige und zur anderen Hälfte auf Nebenjobs. Jetzt muss man natürlich ein bisschen vorsichtig sein, wenn man sich mit dem Corona-Effekt beschäftigt, denn dann muss man natürlich sich immer überlegen, was wäre denn ohne dem gewesen. Und berücksichtigt man den vorherigen Trend, dann waren die Nebenjobs stärker betroffen von der Corona-Pandemie als die ausschließlich geringfügigen. In der Entwicklung in diesen Monaten zeigt sich genau das, was Frau Horn eben auch schon gesagt hat, starker Rückgang der Minijobs im ersten Lockdown, eine gewisse Erholung im Sommer und jetzt am aktuellen Rand aus den ersten Erkenntnissen erneute Beschäftigungsverluste im neuerlichen Lockdown. Und was eben wichtig ist, man muss sich da ja auch die Brancheneffekte anschauen, dadurch, dass eben Minijobs sehr stark verbreitet sind im Gastgewerbe und im Handel. Das sind besonders betroffene Bereiche und deshalb gehen die Minijobzahlen genau in den Feldern auch zurück. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Professor Wallwey. Als nächstes für die Union der Kollege Max Straubinger. Ja, auch von mir ein herzliches Grüß Gott an alle. Und ich hätte die Frage an den BDA, den DGB und auch an IAB. Gibt es Belege dafür, dass Minijobs eine Brücke in den ersten Arbeitsmarkt darstellen? Vielen Dank, Frau Dr. Wagenmann. Ja, also für einige der Minijobbenden ist vielleicht eine Brücke gar nicht vorgesehen, zum Beispiel für die Rentnerinnen und Rentner, beziehungsweise für Schülerinnen und Schüler, beziehungsweise für die vielleicht schon als Übergang später ins Arbeitsleben. Aber wir sehen positive Effekte für Langzeitarbeitslose, insbesondere bei Menschen, die vor ihren Minijobs lange Zeit ohne Beschäftigung waren, erhöht ein Minijob die langfristige Chance auf eine vollsozialversicherungspflichtige Beschäftigung. Das zeigen Studien aus 2016 bzw. 2017 von Caliendo und Lietzmann. Die zeigen, dass die Chance auf eine reguläre Beschäftigung hier
mit Aufnahme eines Minijobs ansteigt. Was wir allerdings sehen, ist, dass die Hinzuverdienstgrenze in der Grundsicherung eine Brückenfunktion möglicherweise hemmen kann, weil hier tatsächlich eine besonders starke Transferentzugsquote zu verzeichnen ist, insbesondere bei den Aufstockerinnen und Aufstockern. Und das hat das IFO-Institut wissenschaftlich auch klar dargelegt, dass hier möglicherweise die bestehende Hinzuverdienstgrenze in der Grundsicherung diese Brückenfunktion ein wenig hemmen kann und somit vielleicht der positive Effekt noch größer sein könnte, wenn man hier Änderungen vornehme. Vielen Dank, Frau Wagenmann. Jetzt kommt der DGB. Wer macht's? Ja, ich mach's. Herr Jagd. Ja, also aus unserer Sicht ist dieser Übergang in den Arbeitsmarkt schwach. Es mag sein, dass es am Anfang einen Einstieg für die Menschen darstellt, der Minijob, aber dann setzen schnell die Fehlanreize ein und der Verbleib im Minijob ist relativ hoch. Herr Wippermann hat in seiner Studie, die schon etwas älter ist, aber denke noch immer gültig ist, von einer Honigspur gesprochen. Er meint damit die Fehlanreize, die dadurch entstehen, dass das Überspringen dieser 450-Euro-Grenze sehr schwierig ist, weil man eine extrem hohe Steigerung seines Bruttolohnes erreichen muss, um den gleichen Nettolohn wie vorher zu haben. Dadurch entstehen die Fehlanreize und insofern ist es aus unserer Sicht kein Übergang in den ersten Arbeitsmarkt. Auch in der Grundsicherung ist diese Bindewirkung fatal. Wir wissen, dass ein erheblicher Teil von Arbeitssuchenden in Minijobs sind, gleichzeitig Grundleistung beziehen und auch dort das Phänomen, dass Übergänge in existenzsichernde Beschäftigung eher selten sind. Und insofern überwiegen, glaube ich, deutlich die Nachteile. Und wir empfehlen, ein Konzept zu entwickeln, wie man aus diesen Minijobs aussteigen kann und sie langfristig in den ersten Arbeitsmarkt integriert. Vielen Dank, Professor Weiwei. Ja, wenn man danach fragt, wie weit Minijobs eine Brücke in reguläre Beschäftigung sind, ist natürlich tatsächlich zunächst zu klären, ob ein solcher Übergang von Minijobbern überhaupt erwünscht ist. Und da muss man natürlich klar sagen, dass das bei Schülerinnen und Schülern, bei Studierenden und Rentnern in der Regel nicht der Fall ist. Also da darf man eigentlich gar keine Brückeneffekte in dem Sinne erwarten. Aber relevant ist die Brückenfunktion vor allem für zwei Gruppen. Einerseits für Arbeitslose, andererseits aber auch für Frauen und Männer mit, man könnte sagen, mit häuslichen Verpflichtungen, also im Kontext auch von Familienarbeit. Wenn wir uns das Ganze genau anschauen, dann sind die Übergangschancen in eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung aus dem Minijob heraus eher gering. Und das gilt sogar dann, wenn berücksichtigt wird, ob die Beschäftigten überhaupt eine Erhöhung der Arbeitszeit anstreben. Das ist ja im Grunde hier die relevante Gruppe. Und wenn man diese Minijobber wiederum vergleicht mit Teilzeitbeschäftigten, mit befristet Beschäftigten oder auch mit Leiharbeitskräften, muss man sagen, dass die Übergangschancen hier am geringsten sind. Und es gibt lediglich eine einzige Gruppe aus einem Forschungsergebnis heraus, bei der gewisse Brückeneffekte zu sehen sind. Und das sind tatsächlich Arbeitslosengeld II-Bezieher, insbesondere alleinstehende Personen. Da können Minijobs eine Brücke sein, vor allem dann, wenn Personen zu einem bestimmten Zeitpunkt nach Eintritt in das Arbeitslosengeld II erstmals einen Minijob aufnehmen, also sie, wenn man so will, wieder Berührung mit dem Arbeitsmarkt bekommen. Dann sehen wir gewisse Sprungbretteffekte. Vielen Dank, Herr Professor Weiwei. Und jetzt für die Unionsfraktion wieder Herr Kates. Ich habe noch mal eine grundsätzlichere Frage an die BDA und auch die der DRV-Knappschaft Bahnsee mit der Bitte, um trotzdem kurz zu antworten. Was war denn der Grund damals noch mal aus Ihrer Sicht für die Einführung der aktuellen rechtlichen Rahmenbedingungen der geringfügigen Beschäftigung im Jahr 2003 und wurden die Ziele, die es damals bei dieser Arbeitsmarktreform gab, aus Ihrer Sicht erreicht und haben sich die Vorschriften, wenn man jetzt auch nach vorne schaut, haben sich aus Ihrer Sicht die Vorschriften bewährt? Vielen Dank, Herr Kahn. Ja, also aus unserer... Ja, Entschuldigung, ich muss immer das sagen fürs Protokoll, sonst weiß man nicht, wer antwortet, aber Frau Wagenmann, Sie sind dran.
Also aus unserer Sicht waren damals die Ziele der Reform, den Arbeitsmarkt für geringfügig Beschäftigte flexibler zu machen, eine gewisse Entbürokratisierung herbeizuführen, nämlich indem man die Meldung zentral bei der Knappschaft Bahn C in der Minijobzentrale zusammengeführt hat und unter anderem auch natürlich die Legalisierung von Schwarzarbeit. Aus unserer Sicht zeigt die Empirie, dass man diese Ziele auch erreicht hat. Nach Arbeiten von Schneider sieht man, dass die Schattenwirtschaft in 2003 einen Höchststand erreicht hat, der danach deutlich abgesunken ist. Einzelne Branchen belegen tatsächlich auch in der Stellungnahme des DEHOGA tatsächlich auch nachzulesen, dass hier auch Arbeitsverhältnisse aus der Schattenwirtschaft zurückgekehrt sind in legale Verhältnisse und die Entbürokratisierung ist aus unserer Sicht auch gelungen, die Zusammenführung bei der Knappschaft Bahn C. In der Minijobzentrale hat die Arbeitgeber enorm entlastet, nämlich von vielen Meldevorgängen an zahlreiche unterschiedliche Krankenkassen. Es gibt jetzt nur noch einen zentralen Meldevorgang. Vor diesem Hintergrund haben sich aus unserer Sicht die Vorschriften bewährt. Vielen Dank. Und jetzt Frau Horn. Ja, also es wurden gerade schon die aus unserer Sicht wichtigen Punkte alle angeführt. Entbürokratisierung, Senkung der Arbeitslosigkeit vor allen Dingen auch, die Zurückdrängung von Schwarzarbeit und der letzte Punkt war die Sprungbrettfunktion. Ich würde jetzt zu zwei Punkten, ich kann das unterstreichen, was meine Vorrednerin gesagt hat, auf jeden Fall zum Thema Entbürokratisierung noch anführen, dass da ein wichtiger Punkt war die Vereinfachung der Anmeldung von Haushaltshilfen über das sogenannte Haushaltscheckverfahren. Dass sich das bewährt hat, habe ich gerade in meinen anderen Zahlen schon ausgeführt. Wir haben da eine Verdreifachung der gemeldeten Beschäftigung erreicht. Wir beraten mehrere Millionen Beschäftigte jedes Jahr. Das sieht man an der Resonanz in unseren sozialen Medien insbesondere. Auch da, denke ich, hat sich gerade die Funktion der zentralen Einzugsstelle eben nicht nur aus Sicht der Arbeitgeber bewährt, sondern auch aus Sicht der Beschäftigten, die da viele Informationen abfragen und erhalten können. Und zuletzt zur Sprungbrettfunktion. Wir sind auch Rentenversicherungsträger. Das heißt, wir erhalten auch als Sozialversicherungspflichtige oder für sozialversicherungspflichtige Beschäftigungen die Anmeldung für die Krankenkasse Knappschaft. Und wir haben mal versucht, uns dort unsere eigenen Daten anzuschauen und konnten, was diesen kleinen Kreis anbetrifft, eigene andere Daten haben wir leider nicht, feststellen, dass 40% der bei der Knappschaft Rentenversicherten vorher eine Beschäftigung im Minijob hatten und dann auch sogar in zwei Drittel der Fälle bei dem gleichen Arbeitgeber eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung nach einem Minijob aufgenommen haben. Also auch Sprungbrettfunktion zumindest für diesen kleinen Kreis konnten wir bei uns auch feststellen. Also die Ziele wurden damit aus unserer Sicht auch erreicht. Vielen Dank, Frau Horn. Für die Unionsfraktion jetzt wieder Herr Straubinger. Ich hätte eine Frage an den BDA. Es ist ja so, dass ja hier die Arbeitgeber 28% plus U1 und U2, also fast 30% an Beiträgen zu zahlen haben. Wie rechnet sich dies dann für die Arbeitgeber? Vielen Dank, Frau Dr. Wagenmann. Obwohl, noch ganz kurz nach, okay. Obwohl ja auch Urlaubsanspruch entsteht, um die ganz normalen gesetzlichen Verpflichtungen eines Arbeitsverhältnisses einzuhalten sind. So, jetzt aber Frau Dr. Wagenmann. Ja, aus unserer Sicht dominieren für die Arbeitgeber die verschiedenen Vorteile, die Nachteile, dass diese Minijobs für die Arbeitgeber eben teurer sind. Einer der Hauptvorteile dürfte sein, dass die Beschäftigten passgenau eingesetzt werden können. Es gibt nämlich Beschäftigungsverhältnisse, die gar nicht sozialversicherungspflichtig sozusagen zumindest mit einer bestimmten Stundenzahl auszuüben sind. Ich nenne den Verkauf sonntags von Brötchen für 3 Stunden. Daraus kann ich keine Vollzeitstelle machen, wenn ich jeden Sonntag eben nur eine Verkäuferin für 3 Stunden brauche. Das ist die Verteilung
von Zeitungen und Zeitschriften beziehungsweise von Tageszeitungen nachts, wenn sie aus der Druckerei kommen und der Abnehmer erwartet, dass die Zeitung um 5 Uhr beziehungsweise 6 Uhr im Briefkasten ist. Das ist der Schülerverkehr, der zwischen 6 Uhr und 7.30 Uhr und mittags zwischen 13.30 Uhr und 15 Uhr stattfindet, aber eben nicht zu anderen Zeiten und so weiter und so fort. Da gibt es noch zahlreiche weitere Beispiele, insbesondere auch in der Gastronomie, die Frau Waden sicherlich ausführen wird. Zudem ist es für die Arbeitnehmer auch attraktiv. Arbeitnehmer fragen tatsächlich geringfügige Beschäftigung nach. Hier können sie ihren Lohn brutto für netto ausgezahlt bekommen. Somit ist es hier auch möglich, eine ausreichende Zahl von Beschäftigten zu finden, gerade für diese Randzeiten, die man braucht. Hinzu kommt aus unserer Sicht auch, dass die sozialversicherungsrechtliche Abwicklung von Minijobs unbürokratisch ist, eben weil sie über die Minijobzentrale erfolgt und dort nur ein Ansprechpartner ist, der tatsächlich hier die ganze Abwicklung übernimmt und auch die rechtliche Klärung. Das ist eine bürokratische Entlastung, die wir uns auch für den Rest wünschen würden, einen zentralen Ansprechpartner. Vielen Dank. Und jetzt für die Unionsfraktion wieder Herr Kates. Vielen Dank. Meine nächste Frage geht an den Bundesinnungsverband des Gebäudereinigerhandwerks, Herr Bungert. Die Gebäudedienstleister haben ja vor kurzem Schlagzeilen damit gemacht, dass sie sich für eine Abschaffung des Minijobs einsetzen oder dafür plädieren. Vielleicht können Sie dazu die Hintergründe noch mal ausführen. Danke. Vielen Dank, Herr Bungert. Ja, gerne. Herzlichen Dank. Mache ich gerne. Aus unserer Sicht besteht zurzeit dringender Handlungsbedarf. Wir sind mit der aktuellen Situation mehr als unzufrieden. Wir sind ja in erster Linie nicht ideologisch, sondern sehr pragmatisch. Aus Arbeitgebersicht sind diese Beschäftigungsverhältnisse aus unserer Sicht die teuersten, aber auch die unflexibelsten. Zurzeit ist es so, dass wir als Arbeitgeber in jeder Tarifrunde wertvolle Arbeitszeit verlieren und unsere Beschäftigten, sofern sie an der 450-Grenze arbeiten, ihre tariflichen Lohnerhöhungen in Freizeit und nicht in Geld bekommen. Das ist für beide Seiten kein akzeptabler Zustand. Deswegen sind wir der Überzeugung, dass dringend gehandelt werden muss. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist die, die Sie schon angesprochen haben, Herr Abgeordneter Kartes, die Abschaffung der geringfügigen Beschäftigungsverhältnisse unter möglicherweise Beibehaltung, da wird Herr Jöris vielleicht noch etwas sagen, einer Bagatellgrenze. Dies hat allerdings die volle Sozialversicherungs- und die Steuerpflicht zur Konsequenz, was möglicherweise, das muss man auch sagen, bei den Krankenkassen zu Missbrauch führen kann, bei geringen Beiträgen und den Beschäftigten bei der Steuerklasse 5 auch nicht hilft. Der DGB hat eben schon gesagt, wir müssen hier ein umfassendes Konzept erarbeiten. Darauf warten wir seit 2014. Es ist schwer zu bekommen, einfach weil auch viele Gründe da sind, warum eine direkte Abschaffung vielleicht nicht ganz der einfachere Weg ist. Deswegen haben wir, nachdem wir da etwas desillusioniert sind, was die Abschaffung angeht, den Vorschlag gemacht, eine Aufstockung und Dynamisierung der geringfügigen Beschäftigungsverhältnisse, die nach unserer Auffassung mit einer zwingenden Aufstockung der Rentenversicherungsbeiträge von 3,9% und jetzt ganz wichtig, auch die Einführung einer Pauschalsteuer durch die Beschäftigten zu zahlen ist. Es ist aus unserer Sicht nicht einzusehen, warum die geringfügigen Beschäftigten weder nennenswerte Sozialversicherungsbeiträge noch Steuern zahlen müssen. Durch eine von den Beschäftigten zu leistende Pauschalsteuer, das ist unsere Idee, wird die bislang starre Steuergrenze, und das ist in erster Linie die 450-Euro-Grenze, wird eine starre Steuergrenze in den Minijob-Bereich aufgeweicht und diese Minijobs damit nicht mehr so unattraktiv, wie sie derzeit sind. Das würde bedeuten, eine Pauschalsteuer einführen für die Beschäftigten. Das gilt bei uns besonders in den Bereichen, wo wir auf geringfügige Beschäftigte angewiesen sind, in der täglichen Unterhaltsreinigung, die in der Regel vor Dienstbeginn oder nach Dienstschluss stattfinden. Und ich denke, wir leisten damit auch einen Beitrag zur Vereinbarung von Familie und einem Zusatzeinkommen. Also Fazit noch mal ganz kurz, entweder Abschaffung mit einem schwierigen Konzept, das räume ich ein, oder eben die Dynamisierung und Einführung einer Pauschalsteuer für die Beschäftigten, damit die Midi-Grenze aufgebrochen wird. Vielen Dank, Herr Bungert. Und als nächstes wieder Herr Straubinger. Ich hätte eine Frage an Herrn Jöris. Herr Jöris, Sie haben sich ja in Ihrer Zeit als Mitarbeiter
Aber leider Gottes muss ich stillschalten. Ich habe einen, Sie haben sich kritisch zum Minijob hier ausgelassen und auch eine Broschüre diesbezüglich also hiermit getätigt. Und Sie sprechen sich auch in der Stellungnahme kritisch aus. Könnten Sie diese auch nochmals darlegen? Herr Jöris. Ja, vielen Dank für die Frage, Herr Straubinger. Also diese Broschüre, die ich damals für den Einzelhandelsverband gemacht habe, die trug den Titel Minijobber gehören dazu. Und sie hat allerdings den wichtigen Untertitel gleiche Arbeit, gleiche Pflichten, gleiche Rechte. Die zeigt nochmal auf an der Stelle, und das lässt sich ja nicht von der Hand weisen, dass wir kleine Teilzeitbeschäftigungsverhältnisse durchaus brauchen. Also das Beispiel mit dem Brötchen war ja ein Beispiel, das Beispiel mit den Zeitungsträgern. Das allerdings auch in der Vergangenheit oftmals die Problematik war, wie denn die Minijobber am Ende auch behandelt werden. Und deswegen haben wir nochmal darauf hingewiesen, dass der Minijob alleine eben halt nicht zu einer Ungleichbehandlung führen darf, sondern dass natürlich der Minijobber dann genauso vergütet werden muss wie ein sozialversicherungspflichtig Beschäftigter. Das haben ja auch die Gerichte mehrfach mittlerweile bestätigt. Also die Tatsache, dass ich weniger Abzüge habe, um es vereinfacht zu sagen, als Minijobber, sind kein taugliches Kriterium dafür, dass ich dann einen deutlich geringeren Bruttolohn für eine vergleichbare Tätigkeit vereinbaren kann. Wir haben dann auch nochmal darauf hingewiesen, dass die Minijobber natürlich auch in anderen Punkten gleich zu behandeln sind. Also den gleichen Anspruch auf den gesetzlichen Mindesturlaub, auf die Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall. Und dann haben wir auch nochmal darauf hingewiesen, und damit komme ich eigentlich auch schon zu dem Problem, dass allerdings der Minijobber eigentlich für den Arbeitgeber das teurere Beschäftigungsverhältnis ist. Sie haben ja, Herr Straubinger, auf die hohen Sozialabgaben hingewiesen. Und da zeigt sich tatsächlich das Problem in der Frage, wie besteuert und wie halt verbeitragt wird. Jetzt bleibe ich mal bei dem Beispiel der Brötchenverkäuferin oder des Brötchenverkäufers am Sonntag 3 Stunden. Das Problem taucht dann auf, wenn der Chef sagt, naja, Ihre Kollegin, die das Ganze am Samstag macht, auch nur für 4 Stunden, die hat leider gekündigt und jetzt würden wir Ihnen gerne anbieten, dass Sie diese 4 Stunden noch mit übernehmen. Und dann passiert etwas ganz Seltsames, nämlich dass diese Mitarbeiterin sich unter Umständen nicht darüber freut, dass sie ihre Arbeitszeit aufstocken kann, ein höheres Einkommen hat, sondern nachdem sie dann die erste Lohnabrechnung gesehen hat, Chef, lass mal lieber stecken, ich bleibe lieber beim Sonntag zu Hause, weil dann das passiert, was eben schon mal genannt worden ist, eine sehr hohe Hürde. Das heißt, der Mehrverdienst, der führt erstmal dazu, dass netto weniger rauskommt. Und letzte Anmerkung dazu, wenn man sich auch nochmal anschaut, wie auch in der Vergangenheit der Minijob diskutiert worden ist, dann war er ja oftmals auch nochmal ein Aspekt dazu, dass man sagt, wir wollen Arbeitskräftepotenzial heben an der Stelle. Also wir wollen, bildlich gesprochen, jemanden auch vom Herd hervorlocken, der nochmal arbeiten soll. Hier kehrt sich das Ganze nochmal um in die andere Richtung. Das heißt, derjenige, der mehr arbeiten möchte, der wird am Ende erstmal durch die Steuer- und Sozialabgabenbelastung, die erstmal eintreten kann, erstmal belastet und würde unter Umständen davon Abstand nehmen. Also Antwort, kleine Beschäftigungsverhältnisse brauchen wir, aber sie müssen steuer- und sozialversicherungsrechtlich deutlich passgenauer an den Schnittstellen ausgestaltet werden. Vielen Dank. Damit sind wir am Ende der Fragerunde der Unionsfraktion angelangt und kommen zur Fragerunde der SPD-Fraktion. Und da hat als erstes das Wort Frau Hiller-Ohm. Ja, herzlichen Dank und herzliche Grüße aus der Hansestadt Lübeck. Meine erste Frage richtet sich an den DGB. Wie beurteilen Sie die vorliegenden Anträge und wie sehen Ihre Reformvorschläge bezüglich der Minijobs aus? Vielen Dank, Frau Hiller-Ohm. Herr Jakob. Ja, vielen Dank. Wir lehnen auf jeden Fall die Anhebung der Minijobgrenze ab, weil wir der Meinung sind, dass dadurch zukünftige Reformoptionen noch schwieriger werden. Also ich bin sehr erfreut darüber, dass auch Arbeitgebervertreter diese Probleme deutlich gemacht haben, dass an dieser Minijobmauer ein erhebliches Problem entsteht und eine erhebliche Unflexibilität und insofern ein Reformbedarf notwendig ist. Ich will noch darauf hinweisen, wenn man sich die Gruppe in der Hauptbeschäftigungsphase, also von 25 bis 65 anschaut, sind 2/3 der Minijobber weiblich. Sie sind keine Brücke in den Arbeitsmarkt. Auch in der Nebenbeschäftigung überwiegen Frauen. Das ist insofern interessant,
weil sich zunehmend abzeichnet, dass es sich dort um ein Zweitarbeitsverhältnis zu einer Teilzeit handelt. Also offensichtlich gehen Arbeitgeber dazu über, reguläre sozialversicherungspflichtige Teilzeit anzubieten und gleichzeitig den Beschäftigten zu empfehlen, zusätzlich einen Minijob zu machen. Das nimmt deutlich zu. Das Problem ist weiterhin auch die Schwarzarbeit. Es gibt deutliche Hinweise darauf, dass Minijob mit Schwarzarbeit kombiniert wird. Das ist auch insofern nachvollziehbar, weil aus diesen geschilderten Problemen, die vorhin schon genannt wurden, sich die Notwendigkeit ergibt, wenn beim Überschreiten der 450-Euro-Grenze oft das Geld schwarz auszuzahlen, um eben nicht sozialversicherungspflichtig zu werden. Insofern überwiegen eindeutig die Nachteile. Es sind Reformoptionen genannt worden. Man kann darüber nachdenken, ob man eine Bagatellgrenze benötigt. Die könnte nach unserer Meinung bei 100 Euro liegen. Wir haben darüber über 450 Euro bereits die sogenannte Midijob-Zone, wo es ja bereits um reduzierte Beiträge geht. Da könnte man darüber nachdenken, diese zu verlängern. Allerdings ist aus unserer Sicht es notwendig, dass dieses nicht zulasten der sozialen Sicherung geht, sondern wenn Geringverdiener entlastet werden sollen, dann müsste das unserer Meinung nach aus Steuermitteln finanziert werden. Man könnte darüber nachdenken, die von Herrn Bungert angesprochene Pauschalsteuer. Kann ich mir schwer vorstellen. Wir haben eher die Idee, dass man die Steuerklasse 5 abschafft und dafür das Faktorverfahren einführt, verpflichtend, das es ja heute bereits gibt. Also da brauchte man noch nicht mal eine Gesetzesänderung dafür. Dann ist es für Zweitverdiener in einem Eheverhältnis deutlich sinnvoller und transparenter, wenn sie Einkommen haben. Insofern gibt es Reformoptionen, die gangbar sind. Es braucht, glaube ich, ein bisschen Mut, das endlich mal in die Wege zu leiten. Vielen Dank, Herr Jakob. Und jetzt nach Bottrop zu Herrn Gerdes. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich hoffe, Sie hören mich. Perfekt. Wunderbar. Ja, ich habe ein bisschen Probleme mit meinem Kopfhörer, deswegen frage ich lieber. Meine Frage geht an den DGB und an die Minijobzentrale. Und zwar könnte geringfügiges ohne weiteres in sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis umgewandelt werden? Oder könnte sich das Arbeitsangebot dadurch insgesamt verringern? Und wie bewerten Sie, vor allen Dingen der DGB, das Argument, dass Minijobs ein höheres Maß an Flexibilität bieten? Herr Jakob. Ja. Ja, das übernimmt Frau Räder. Frau Räder. Dankeschön. Hinter Ihrer Frage steht die zentrale arbeitsmarktpolitische Frage, ob atypische Beschäftigungsverhältnisse zusätzliche Arbeitsangebote sind oder mit ihnen die vorhandene Arbeit auf mehr Köpfe verteilt wird. Wie sich in der Vergangenheit gezeigt hat, ging der Anstieg bei atypischen Beschäftigungsformen kaum mit dem Anstieg bei den tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden einher. Es spricht demnach viel dafür, dass erleichterte Bedingungen für unsichere Beschäftigungsformen zur Umverteilung des Arbeitsvolumens auf mehr Menschen führen. Wir halten es daher für unwahrscheinlich, dass sich das Arbeitsangebot durch eine Reform der steuerlichen und sozialversicherungsrechtlichen Privilegierung der geringfügig entlohnten Beschäftigung verringert. Es würden aber je nach Ausgestaltung einer Reform tatsächlich möglicherweise weniger kleine Arbeitsverhältnisse angeboten werden, was jedoch aus unserer Sicht sozialpolitisch wünschenswert wäre. Ein systematischer Flexibilisierungsvorteil von Minijobs gegenüber einer kleinen sozialversicherungsrechtlichen Teilzeitbeschäftigung ist auch nicht erkennbar. Im Gegenteil geht der Einsatz von Minijobberinnen in einem mit einem bürokratischen Mehraufwand einher, um zu verhindern, dass die Geringfügigkeitsschwelle überschritten wird. Dies gilt insbesondere für geringfügig Beschäftigte, die einen Verdienst haben, der auch nah an der Geringfügigkeitsschwelle ist. Es ist zwar nachvollziehbar, dass mit Brutto für Netto in bestimmten Segmenten, insbesondere des Dienstleistungssektors, Personal gewonnen werden kann. Dies liegt jedoch häufig auch an der prekären Lage der dort Beschäftigten, die oft angesichts niedriger Löhne zulasten ihrer sozialen Sicherung auf keinen Cent verzichten wollen. Vielen Dank, Frau Rieder. Frau Horn. Ja, vielen Dank. Im Zusammenhang mit der Frage, welche Auswirkungen hätte eine Dynamisierung der Entgeltgrenze, müsste man zunächst einen Blick darauf werfen, wie viele Menschen davon profitieren könnten.
Wir können jetzt nur die Seite betrachten, wo die Erhöhung der Entgeltgrenze zu einer Verschiebung in den Bereich der geringfügigen Beschäftigung führen würde. Wir haben ermittelt, dass in der Spanne zwischen 400 und 450 Euro im Moment etwa ein Drittel der Minijobber beschäftigt sind und etwa 10% der Beschäftigten in den Privathaushalten. Das ist also grundsätzlich erstmal eine große Menge. Wenn man dann aber betrachtet, dass ein Teil davon oder ein großer Teil davon nur im Nebenjob beschäftigt ist, stellt sich diese klare Verlagerung zwischen geringfügig und sozialversicherungspflichtig nicht unbedingt. An der einen Stelle möchte ich noch mal unbedingt darauf hinweisen, dass es ja oftmals angeführt wird, dass eine Teilzeitbeschäftigung ergänzt wird durch Minijobs. Hier ist es mir noch mal wichtig, dass die Nebenbeschäftigung rein rechtlich bei einer sozialversicherungspflichtigen Hauptbeschäftigung begrenzt ist auf einen Minijob. Und zwar unabhängig davon, ob man in dem einen Minijob jetzt nur 100 Euro verdient oder 400 Euro. Also auch da sind die Verlagerungseffekte von vornherein nicht ganz klar. Was wir machen können, ist nochmal zurückgucken auf die letzte Anhebung der Minijobgrenze zum Jahr 2013. Und da konnten wir ja feststellen, dass es weder im Bereich des Übergangsbereiches noch bei unseren Zahlen es eine großartige Verlagerung gab. Es gab Verschiebeeffekte in der Übergangszeit. Aber dann haben sich beide Werte wieder auf einem einheitlichen Niveau eingependelt. Zu der Frage, welche Arbeitgeber beschäftigen Minijobs und kann es tatsächlich zu einer Aufsplittung kommen, haben wir festgestellt, dass erstmal grundsätzlich nur 60% der Unternehmen überhaupt Minijobber beschäftigen. Die sind überwiegend, das wurde heute auch schon gesagt, kleine und mittelständische Unternehmen. Und ungefähr die Hälfte wiederum von diesen Unternehmen beschäftigt maximal einen Minijobber. Und 3/4 aller dieser Unternehmen beschäftigen maximal 3 Minijobber. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass im Durchschnitt im Moment 320 Euro im Monat verdient werden, kann man sich zwar wünschen, dass diese Jobs zusammengefasst werden zu einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung, aber es wäre definitiv keine Beschäftigung, die, wenn es überhaupt möglich wäre, tatsächlich im Bereich der sozialversicherungspflichtigen Vollzeitbeschäftigung liegen würde. Danke. Vielen Dank, Frau Horn. Frau Hiller-Ohm. Eine Frage richtet sich wieder an den DGB. Auch Saisonarbeitskräfte sind ja meist geringfügig beschäftigt. Wie bewertet der DGB die temporäre Ausweitung der 70-Tage-Regelung auf 115 Tage, die ja im letzten Jahr aufgrund der Pandemie angewendet wurde? Danke. Frau Reda, Herr Jakob, wer macht's? Ja, ich mache es. Herr Jakob. Also diese Ausweitung auf 115 Tage halten wir für sehr problematisch. Und zwar deswegen, weil im Regelfall die Voraussetzungen für die kurzzeitige Beschäftigung bei den Betroffenen gar nicht vorliegen. Die Landwirte machen das auch dadurch deutlich, dass sie in Deutschland eine private Krankenversicherung abschließen. Wenn die Voraussetzungen vorliegen würden, dann wären die Menschen versichert und brauchten keine private Versicherung. Also insofern wird ja im Grunde ein illegales Verhalten geduldet. Zum anderen ist es nicht notwendig, wegen Corona diese Frist zu verlängern. Alle EU-Bürger können unbegrenzt in Deutschland arbeiten. Sie müssen nur sozialversicherungspflichtig beschäftigt werden. Insofern ist es auch aus Corona-Gründen nicht notwendig, hier Sonderregelungen einzuführen. Ich will noch darauf hinweisen, dass die Verlängerung auf 115 Tage nicht nur für die Landwirtschaft gelten würde, sondern für alle Wirtschaftsbereiche. Also auch in anderen Wirtschaftsbereichen kann dann 5 Monate, ohne dass ein einziger Cent Sozialversicherungsbeiträge gezahlt wird, gearbeitet werden. Anders als bei den Minijobs richten die Arbeitgeber auch keine Pauschale, sondern es wird komplett nur der Nettolohn ausgezahlt und ansonsten entsteht noch maximal eine geringe Kosten für eine Unfallversicherung. Insofern ist dieses ein sehr problematisches
Arbeitsverhältnis, was ursprünglich für Schüler und Studenten für die Ferien gedacht war, insofern ursprünglich auf 50 Tage festgelegt war. Und wir plädieren dafür, zu diesen 50 Tagen als Schüler- und Studentenferienarbeit zurückzukehren. Vielen Dank, Herr Jakob. Herr Gerdes. Ich möchte noch mal ein bisschen zur Rentenpolitik kommen. Und zwar eine geringfügige Beschäftigung trägt aufgrund des geringen Verdienstes ja auch dazu, dass wenig zu einer auskömmlichen Rente dazu beigetragen wird. Das gilt noch stärker, wenn eine Befreiung von der Rentenversicherungspflicht beantragt wird. Was bedeutet das für die Alterssicherung der Minijobber? Vielleicht kann der DGB da etwas zu sagen. Herr Jakob, Frau Rieder. Herr Jakob, Frau Rieder, wer macht? Keiner. Spricht aber ohne Mikro. Spricht aber ohne Mikro, wer denn? Es ist so, wenn, Herr Jakob, Sie waren eben nicht angeschaltet. Ja, jetzt können Sie mich hören. Es ist so, wenn ein geringes Einkommen vorliegt, hat das natürlich auch geringe Renten zufolge. Insofern würde eine Versicherungspflicht für jetzt Minijobs unter 450 Euro für die Rente einen Nährwert bringen, aber keinen großen Nährwert. Insofern würden wir uns versprechen von der Aufhebung dieser 450 Euro Grenze, dass die Arbeitszeit im Regelfall deutlich ausgeweitet wird. Es entstehen deutliche Anreize, die Arbeitszeit zu erhöhen. Wir wissen, dass mindestens ein Drittel der heutigen Minijobber das auch wollen. Und insofern würde die Ausweitung der Arbeitszeit, damit höhere Bruttolöhne, auch zu einer deutlichen Verbesserung bei der Rente führen. Man muss beides zusammen sehen. Wir gehen auch davon aus, dass die Bruttolöhne bei den sozialversichert Beschäftigten dann steigen würden. Die Bruttolöhne bei den Minijobbern sind extrem niedrig. Die liegen im Durchschnitt etwas über dem Mindestlohn. Das heißt also, es wird in der Regel auch nicht tariflich bezahlt, sondern es wird ein über den Daumen gepeilter Lohn ausgehandelt, der sich in der Nähe des Mindestlohnes bewegt, vielleicht in einigen Fällen etwas höher, aber auf jeden Fall deutlich unter den Branchenlöhnen. Und insofern sind tragen zwei Effekte dazu bei, dass die Renten dieser Betroffenen niedrig sind. Vielen Dank, Herr Jakob. Frau Hiller-Ohm. Die Frage richtet sich an Herrn Professor Wallwey. Die Linken fordern in ihrem Antrag ja praktisch die Abschaffung der Minijobs. Welche Auswirkungen könnte ein völliger Wegfall von Minijobs gerade in der aktuellen Lage oder der Pandemie unmittelbar eben in der nachfolgenden Phase auf Insolvenzen und den Wegfall von Arbeitsplätzen in diesen Branchen haben? Betroffen sind ja vor allen Dingen Gastronomie und Hotellerie. Vielen Dank, Frau Hiller-Ohm. Für die Beantwortung der Frage ist insgesamt jetzt noch 2 Minuten und 46 Sekunden. Herr Wallwey, Sie haben das Wort. Ja, man muss, glaube ich, zu der Frage sagen, also die sofortige Abschaffung ist sicherlich nicht zu empfehlen. Also es ist immer so, dass wenn man abrupte, weitreichende Veränderungen durchführt, hat man natürlich mit extremen Reaktionen zu tun. Das gilt natürlich auch für die geringfügige Beschäftigung. Ich denke, dass alle Akteure Zeit brauchen, um sich auf diese neuen Rahmenbedingungen auch einzustellen. Und dies ist natürlich noch mehr, das war ja auch Ihre Frage, auch in Krisenzeiten geboten. Und gerade die Unternehmen, die Minijobs stark nutzen, ich sagte ja eben schon mal, das ist das Gastgewerbe, es ist der Handel, steht ja gerade das Wasser momentan bis zum Hals. Und hier bedarf es definitiv behutsame Anpassung, wenn man keinen Schaden anrichten will. Das heißt nicht, dass man nichts ändern muss, aber es macht viel Sinn, denke ich, dann an der Stelle schrittweise vorzugehen. Schrittweise Anpassungen wären also das Mittel der Wahl. So könnte man sich ja etwa vorstellen, dass man diese Verdienstgrenze eben Zug um Zug verändert, einfach auch, um da im Grunde auch alle an eine neue Regelung zu gewöhnen. Dies hätte auch noch den Vorteil, das sage ich jetzt aus Sicht der Forschung, dass wir natürlich dann diese Teilschritte auch evaluieren könnten, dann auch noch ein bisschen was rausbekämen. Also was passiert denn da eigentlich, wenn wir sozusagen an dieser Verdienstgrenze schrauben? Vielen Dank, Herr Wallwey. Nach unten hoffentlich. Genau. Frau Hiller-Ohm, Sie haben noch eine letzte Frage für 1 Minute 13 Sekunden. Oder Herr Gerdes, wer macht's? Nach unten geschraubt werden, ne? Okay, gibt es noch eine Frage? 1 Minute, Herr Gerdes?
schnell zu machen. Eine Erhöhung der Entgeltgrenze hätte zur Folge, dass die davon betroffenen Einkommenssegmente der Versicherungspflicht entzogen werden. Welche finanziellen Risiken geben sich hieraus für die Sozialkassen? Ich weiß nicht, ob der DGB oder die Minijobzentrale darauf antworten möchte. Wer möchte antworten? Dann bestimmen wir das jetzt mal die Minijobzentrale. Für 30 Sekunden. Für 30 Sekunden. Wir können nur darauf hinweisen, dass dieser Übergang entsprechend wieder abgefedert werden sollte durch eine entsprechende Bestandsschutz- und Übergangsregelung und würden auch anregen, dass es vielleicht eine dauerhaft flexible Wahlmöglichkeit gibt für die Beschäftigten, die dann zum Beispiel 500 Euro verdienen, dass die sich dann regelmäßig zum Beispiel jährlich entscheiden könnten, ob sie sozialversicherungspflichtig beschäftigt werden möchten oder als Minijob ihre Beschäftigung geführt werden sollte. Das wäre auch noch eine Alternative. Vielen Dank, Frau Horn, auch für die Punktlandung. Es waren genau 30 Sekunden. Und wir sind damit am Ende der Fragerunde der SPD-Fraktion angelangt und kommen zur Fragerunde der AfD-Fraktion. Und da hat sich Herr Witt gemeldet. Herr Witt, Sie haben das Wort. Herr Witt, Sie haben das Wort, aber man hört Sie nicht. Jetzt besser? Jetzt ist es besser. So? Ja, dann hatte ich den Knopf hier falsch betätigt. Okay, ist auch alles nicht so einfach. Meine erste Frage, zunächst mal danke, Herr Vorsitzender. Meine erste Frage geht an Frau Waden. Nach Ihrer Stellungnahme braucht das Gastgewerbe flexible Minijobs. Warum sind die starken Personalschwankungen nicht mit sozialversicherungspflichtigen Teilzeitkräften auszugleichen, sondern warum werden dafür Minijobs benötigt? Frau Waden. Ja, es gibt typischerweise zwei Konstellationen, die eine vom Betrieb her gedacht, die zweite vom Beschäftigten her gedacht. Vom Betrieb her, also Bereiche, wo typischerweise Minijobber eingesetzt werden, sind Bereiche, die extrem starken Nachfrageschwankungen unterliegen. Also zum Beispiel Ausflugslokale im Sommer oder in den Wintergebieten entsprechend im Winter, Saisonbetriebe überhaupt, Diskotheken oder Nachtbetriebe, die nur am Freitag, am Samstag Geschäft haben, etc. Das sind also alles Bereiche, die sehr starke Nachfrageschwankungen haben und entsprechend tatsächlich auch nur kleine Arbeitszeitkontingente haben oder kleine Arbeitszeitkontingente haben, die entsprechend schwanken, die dann auch nur mit solchen sehr kleinen Beschäftigungsverhältnissen abgedeckt werden können. Das zweite ist die Konstellation aus Sicht des Beschäftigten. Wir haben im Gastgewerbe fast die Hälfte der Minijobber sind im Nebenjob geringfügig Beschäftigte. Das sind typischerweise Menschen, die eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung, nicht nur einen Teilzeitjob, teilweise wirklich auch einen Vollzeitjob oder nahezu Vollzeitjob haben, aus welchen Gründen auch immer ein höheres Nettoeinkommen haben wollen oder haben müssen. Meistens ist es wollen, weil es tatsächlich so um die zusätzliche Urlaubsreise oder die zusätzlichen Konsumwünsche geht und die dann sehr punktuell, meistens auch für eine begrenzte Zeit, sich an denen zu den Zeiten, wo sie in ihrem Hauptjob nicht eingesetzt sind, die aber im Gastgewerbe funktionieren, weil wir atypische Arbeitszeiten haben, am Abend, am Wochenende, sich etwas dazu verdienen. Häufig sind es auch Eltern, die sich die Betreuungsleistung der Kinder dann entsprechend aufteilen. Der eine dann sagt, sonst gehe ich abends nochmal einen Abend in der Woche für 4 oder 5 Stunden im Restaurant kellnern. Solche Konstellationen sind das. Vielen Dank, Frau Waden. Herr Witt. Ja, dazu direkt nochmal an Frau Waden eine Rückfrage. Ich habe Sie richtig verstanden. 50% der Minijobber gehen einem regulären sozialversicherungspflichtigen Hauptjob nach. Dann die zweite Frage. Welche bürokratischen Hemmnisse müssten abgebaut werden, damit die Unternehmen ihrer Branche statt Minijobbern mehr reguläre Teilzeitbeschäftigte einstellen könnten? Dankeschön. Vielen Dank, Herr Witt. Frau Waden. Ich muss zugeben, ich habe die Zahl nicht ganz exakt im Kopf. Es ist etwas weniger als 50%, aber annähernd die Hälfte. Die zweite Frage, es
ist nicht so, dass die Arbeitgeber nicht sozialversicherungspflichtige Beschäftigung anbieten würden, sondern sie bieten üblicherweise bestimmte Stundenkontingente an und bekommen vielfach für die Beschäftigung keine anderen Mitarbeiter als Minijobs. Diese Stundenkontingente lassen sich, wenn man das jetzt korreliert mit dem, was ich eben erzählt hatte zu den Nachfrageschwankungen, die lassen sich auch nicht einfach entsprechend umrechnen in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung. Die würden dann einfach entfallen. Und wenn man dann noch ins Kalkül zieht, dass wir im Gastgewerbe, zumindest bis vor Corona, die Krise hat natürlich unsere Welt komplett auf den Kopf gestellt, aber bis Anfang 2020 war es ja in der Branche so, dass wir einen eklatanten Fachkräfte- und Arbeitskräftemangel haben. Wir haben in den 10 Jahren vor der Corona-Krise über 30% zusätzliche sozialversicherungspflichtige Beschäftigung geschaffen und ungefähr 20% zusätzliche Minijobs. Also die Betriebe in vielen Bereichen nehmen die Mitarbeiter in welcher Konstellation auch immer. Es ist also keine bewusste Begrenzung von Beschäftigung auf Minijobs, sondern es ist eine Zuteilung von Arbeitsstunden. Vielen Dank, Frau Waden. Herr Witt. Ja, meine nächste Frage geht an Herrn Bungert. Sie haben ja gerade schon ausgeführt, dass Sie eine Anhebung der Geringfügigkeitsgrenze vorschlagen. Zugleich verweisen Sie aber auf Ihre langjährige Forderung auf eine Abschaffung der Minijobs. Könnten Sie bitte die Argumente noch mal für eine Abschaffung der Minijobs aus Ihrer Arbeitgebersicht erläutern? Und wie hoch ist in Ihrer Branche die Fluktuationsrate der Arbeitnehmer, insbesondere im Bereich der Minijob bzw. Arbeitnehmer in Teilzeit? Dankeschön. Ja, gerne, Herr Abgeordneter. Unsere Forderung nach Abschaffung der geringfügigen Beschäftigungsverhältnisse, die stellen wir schon seit sehr, sehr langer Zeit. Wir haben festgestellt, dass wir damit keinen Erfolg haben, weil es auch, und das ist eben schon dargestellt worden, relativ komplex und kompliziert ist, weil die Beschäftigten eher diesen Brutto für Nettolohn haben wollen und weil auch aus sozialpolitischer Sicht die Krankenkassenbeiträge dann möglicherweise mit wenig Beiträgen die geringfügig Beschäftigten dann hohe Ansprüche erwerben können. Aber was entscheidend ist, ist eben die Steuerklasse 5, die momentan dazu führt, dass keiner in ein sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis wechseln will. Deswegen haben wir jetzt als Kompromiss vorgeschlagen, unbedingt eine Erhöhung der seit 2014 bestehenden Obergrenze anzuheben, um auch weiter unseren Beschäftigten die Vorteile einer Lohnerhöhung, einer tariflichen Lohnerhöhung gewähren zu können und wir nicht künstlich jedes Jahr neue Arbeitszeiten reduzieren müssen. Das ist unser Hauptargument. Wir haben eine Tarifpolitik, wir haben allgemeinverbindliche Mindestlöhne, wir haben AVE im Rahmentarifvertrag, also sehr, sehr vernünftige Rahmenbedingungen in unserem Handwerk. Und da ist diese Nichtanhebung seit 2014 für uns sehr, sehr schwierig. Das ist eigentlich da, wo wir momentan dringenden Handlungsbedarf sehen. Die Fluktuation ist je nach Beschäftigungssituation sehr unterschiedlich. Also bei den dauerhaft geringfügig Beschäftigten, ich sage mal in der klassischen Büroreinigung, ist sie um die 30%. Aber ansonsten sind das doch schon relativ feste Arbeitsverhältnisse. Und unser Bestreben ist durchaus, diese Arbeitsverhältnisse in die Sozialversicherung einzubeziehen. Und deswegen sehen wir momentan diese 450-Euro-Grenze als zu starre Grenze. Würden wir die Grenze erhöhen, nehmen wir eine Zahl 550 oder 600 Euro, egal, müsste man diskutieren. Und dann auch noch den Sozialversicherungspflichtigen, also und dann den Personen eine Pauschalsteuer mit einer Pauschalsteuer versehen, dann kämen wir in einen Bereich, wo sich ein Midi-Job wieder lohnen würde, weil das Verhältnis nicht mehr so dramatisch ist zwischen 2% Pauschalsteuer und dann nachher volle Steuerklasse 5. Das müssen wir relativieren. Und ich glaube, das ist auch keine Ausweitung der geringfügigen Beschäftigungsverhältnisse, sondern eher ein erster Schritt, um diesen Midi-Job attraktiver zu machen und dass wir Lohnerhöhungen weitergeben können, ohne künstliche Arbeitszeitverkürzungen zu machen. Wir haben jedes Jahr ungefähr 100.000 Anträge von Beschäftigten, sobald eine Lohnerhöhung ist, dass sie ihre Arbeitszeit reduzieren müssen. Das führt zu Bürokratie, das führt zu Organisationsproblemen in der Verwaltung, aber gleichzeitig auch bei den Arbeitsplätzen als solchen. Und das ist der Hintergrund unserer Position. In erster Linie, wenn ich zusammenfassen darf, nicht ideologisch Abschaffung, ja, nein, sondern pragmatisch, was am günstigsten für die Beschäftigten Betriebe ist.
Vielen Dank, Herr Bungert. Herr Witt, noch anderthalb Minuten. Okay, dann ganz schnell an Frau Horn. Bei den haushaltsnahen Beschäftigungsverhältnissen kann eine Steuerermäßigung in Anspruch genommen werden. Die Steuerermäßigung ist jedoch, wie Sie wissen, auf 510 Euro gedeckelt. Hätte aus Ihrer Sicht ein höherer Abzugsbetrag positive Wirkung, Sie verzeihen mir die Formulierung, auf die Legalisierung von Schwarzarbeit? Dankeschön. Vielen Dank, Frau Horn. Ja, da bin ich. Die Verschiebung in den Schwarzarbeitssektor erfolgt ja häufig auf Wunsch der Beschäftigten und nicht so sehr aufgrund des Wunsches der Arbeitgeber. Sicherlich wäre das noch ein zusätzlicher Aspekt, die steuerliche Absetzbarkeit dazu erhöhen. Aus unserer Sicht ist diese immer noch laufende Schwarzarbeit eher bei der Kollision von anderen Sozialleistungen zu sehen. Und da würde sich die Anhebung dieses Steuerfreibetrages aus unserer Sicht sicherlich nicht sehr deutlich auswirken. Dankeschön. Vielen Dank, Frau Horn. Damit sind wir am Ende der Fragerunde der AfD-Fraktion angelangt und kommen jetzt zur FDP-Fraktion. Und da hat sich Herr Pascal Gruber gemeldet. Ja, sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren Sachverständige, liebe Kolleginnen und Kollegen. Meine erste Frage geht an Frau Warden vom Deutschen Hotel- und Gaststättenverband. Können Sie rückblickend feststellen, dass aufgrund der Minijobs sozialversicherungspflichtige Beschäftigung verdrängt wurde? Oder wie verhält sich das anteilig zueinander? Vielen Dank, Herr Kober. Frau Warden. Vielen Dank, Herr Kober, für die Frage. Wir können genau das Gegenteil feststellen. Also, und zwar können wir das an zwei Punkten ganz konkret festmachen. Der eine Punkt ist, Sie werden sich erinnern, wir hatten ja schon mal eine Situation, dass die geringfügige Nebenbeschäftigung praktisch abgeschafft war, 1998 mit der gesetzlichen Regelung, die wir damals hatten. 2003 hat man das dann korrigiert und mit dieser Korrektur 2003, danach sind innerhalb von etwa einem Jahr, also 13 Monaten, danach haben wir die nächsten Zahlen, 127.000 Beschäftigte in geringfügige Nebenbeschäftigung wieder zurückgekehrt. In legale geringfügige Nebenbeschäftigung, muss man sicherlich dazu sagen, weil die waren vorher nicht weg. Die waren auch irgendwo, aber sie waren eben nicht angemeldet. Der zweite Punkt ist, es gibt ja häufig diese Einschätzung, dass Minijobs dazu führen, dass sozialversicherungspflichtige Beschäftigung irgendwie aufgespalten wird in mehrere Minijobs. Also zumindest fürs Gastgewerbe können wir das definitiv widerlegen, dass das so ist. Und zwar dadurch, dass man sich kurzfristig, mittelfristig oder auch langfristig die Entwicklung in beiden Bereichen anschaut. Ich mache jetzt mal eine Betrachtung seit 2008, weil damals die Wirtschaftsklassifikation verändert worden ist. In dem Zeitraum von 2008 bis heute hat sich im Gastgewerbe die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung um 29% gesteigert und die Minijobs haben sich auch gesteigert, aber eben deutlich geringer um 20,2%. Und das ist für uns der ganz klare Beleg, dass es diese Aufspaltung nicht gibt, sondern im Gegenteil, dass da, wo Minijobs wachsen, perspektivisch auch die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung wächst und umgekehrt im Übrigen auch. Vielen Dank, Frau Warden. Herr Kober. Wir nun fordern die Freien Demokraten, Frau Warden, die Frage geht auch wieder an den Deutschen Hotel- und Gaststättenverband. Nun fordern wir ja eine Dynamisierung der Einkommensgrenze bei den Minijobs. Welche Bedeutung messen Sie dieser Forderung für Ihre Branche bei? Oder würde es möglicherweise zu einer positiven Entwicklung führen oder wäre zu befürchten, dass dadurch vielleicht dann sozialversicherungspflichtige Beschäftigung wegfallen würde oder wäre auch da genau das Gegenteil der Fall? Frau Waden. Ja, vielen Dank, Herr Kober. Die Analyse, was die Problematik bei dieser jetzt schon über eine sehr lange Zeit, nämlich 8 Jahre unveränderten Minijobgrenze ist, da stimme ich in der Analyse Herrn Bungert zu 100% zu. Und da haben wir definitiv Änderungsbedarf.
für uns läuft das wirklich alles auf diese Problematik, also jetzt aus betrieblicher Sicht, auf diese Problematik der darin immanenten Arbeitszeitverkürzung hinaus. Und das eben wirklich in der Branche, ich sag's nochmal, die bis vor etwa einem Jahr händeringend nach Arbeitskräften gesucht hat und die Arbeitsstunden realisiert hat, wo sie sie kriegen konnte. Und durch diese kontinuierlich in jedem Jahr mit jeder Entwicklung der Inflation und mit jeder Mindestlohnerhöhung immer ein Stückchen mehr, immer ein Stückchen mehr von der Arbeitszeit der Minijobber reduziert worden ist. Deshalb denken wir, dass wir an der Stelle extremen Handlungsbedarf haben. Sag mal, wenn man jetzt hingehen würde und die Mindestlohnentwicklung seit 2015 umlegen würde auf die Verdienstgrenze, käme man rechnerisch auf einen Wert von 553 Euro. Das ist natürlich schon ein erheblicher Sprung zu den 450, die wir jetzt haben. Da müsste man ganz sicherlich für die Übergangsphase Lösungen finden. Frau Horn hat ja die verschiedenen Möglichkeiten eben auch schon mal angedeutet, um zu verhindern, dass nicht Menschen ungewollt von der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung in Minijob fallen. Das haben wir aber bei der letzten Erhöhung der Verdienstgrenze auch gemacht. Könnte und müsste man sicherlich an dieser Stelle auch tun. Und die Gefahr, dass damit dann eine Absenkung der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung verbunden sein könnte, sehe ich überhaupt nicht. Also dafür gibt es überhaupt keine Anzeichen. Vielen Dank, Frau Waden. Herr Gruber. Vielleicht eine letzte Frage an den Deutschen Hotel- und Gaststättenverband. Frau Waden, in der parlamentarischen Debatte begegnet uns immer wieder die Forderung aus anderen Fraktionen, man möge doch die Minijobs einfach umwandeln in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung. Das stelle kein Problem dar und das wäre der richtige Weg. Wie stellen Sie sich aus der Praxis Ihres Verbandes zu dieser Forderung bzw. zu dieser Behauptung? Frau Waden. Ja, ich glaube, sie ist einfach mit den praktischen Bedarfen von Betrieben und Mitarbeitern nicht in Übereinstimmung zu bringen. Bei den Betrieben hat das habe ich jetzt schon erläutert, mit dem zur Verfügung stehenden Arbeitszeitvolumen zu tun. Entscheidend ist aber tatsächlich die Thematik der Mitarbeiter. Wir haben das schon einmal besichtigen dürfen. Was passiert, wenn man diese Kleinstbeschäftigungsverhältnisse der normalen Sozialversicherungs- und Steuerpflicht unterwirft? Was dann passiert, ist, dass die Beschäftigten einfach entweder komplett aufhören zu arbeiten oder zumindest aufhören, legal zu arbeiten. Das ist, wenn man so eine Kleinstbeschäftigung hat, sei es als Zuverdienst, sei es ausschließlich, für die Beschäftigten einfach keine Option, dann zu sagen, ja, wir werden behandelt wie ein ganz normaler sozialversicherungspflichtiger Beschäftigter auch. Es führt einfach dazu, dass diese Arbeit verloren geht oder zumindest dem legalen Arbeitsmarkt verloren geht. Und das ist etwas, was für eine Branche, die also wir gehen davon aus, dass wir relativ schnell nach dieser uns beutelnden Krise zumindest in allen Bereichen, die mit privatem Reisen, mit privatem Konsum zu tun haben, relativ schnell wieder durchstarten können und wollen. Das ist ein Ergebnis, was das Letzte ist, was wir erreichen wollen, ja, dass uns die Beschäftigten und die Arbeitsstunden dann an dieser Stelle verloren gehen. Vielen Dank, Frau Waden. Herr Kuber, noch anderthalb Minuten. Eine kurze Frage noch. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Frau Waden, wir wünschen es Ihnen, dass Sie bald wieder durchstarten können in Ihrer Branche. Meine Frage an Frau Horn von der Minijobszentrale. Was können Sie über die Motivation der Minijobberinnen und Minijobber sagen? Können Sie so das bestätigen, was Frau Waden jetzt gesagt hat, dass diese Beschäftigungsform für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eine besondere Attraktivität ist und auch in einer besonderen Weise wahrgenommen wird? Frau Horn. Ja, also wir haben jetzt keine Zahlen dazu, aber wir können ein paar Erfahrungswerte berichten aus entsprechenden Beratungsgesprächen. Wir haben da zumindest wahrgenommen, dass gerade was die Beschäftigung im Nebenjob anbetrifft, es da nicht nur schwarz und weiß gibt, warum Minijobber zusätzlich zu ihrer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung noch zum Beispiel eine Tätigkeit im Gastgewerbe suchen. Da ist es sicherlich richtig,
dass da die Arbeitszeit oder auch die andere Art und Weise der Beschäftigung für viele Minijobber eine große Rolle spielt. Die wollen tatsächlich keine Überstunden noch in ihrem eigentlichen Beruf machen, sondern teilweise auch den Nebenjob mit ihrem Hobby verbinden. Das klingt jetzt vielleicht ein wenig unglaubwürdig, aber ich würde da gern verweisen auf Tätigkeiten, die auch mit Ehrenamtspauschalen verbunden sind, Trainertätigkeiten in entsprechenden kleineren Sportvereinen, Amateursportler, etc. Das sind aus unserer Sicht so die klassischen Minijobs zusätzlich zu einer versicherungspflichtigen Beschäftigung. Ja, und ansonsten der große Bereich der Schüler, Studenten, da ist ganz klar, warum ein Minijob aufgenommen wird. Und eine weitere große Rolle haben Minijobs jetzt auch seit Einführung der Flexi-Rente, weil die Rentner damit eben auch die Möglichkeit haben, ihre Rentenansprüche zu erhöhen. Vielen Dank, Frau Horn. Damit sind wir am Ende der Fragerunde der FDP-Fraktion angelangt und kommen jetzt zur Fragerunde der Linksfraktion. Und da hat als erstes Frau Ferschel das Wort. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine erste Frage geht an Herrn Dr. Grabka. Sie schreiben ja in Ihrer Studie, dass Minijobs unabhängig von der aktuellen Situation reformbedürftig seien. Und welche Aspekte spielen denn aus Ihrer Sicht raus mit Blick auf den Arbeitsmarkt und die Minijob-Beschäftigten eine Rolle? Und vielleicht noch hinterhergeschoben, warum sind Minijobs für Arbeitgeber letztlich so attraktiv, obwohl es ja eine höhere Abgabenquote bei den Sozialversicherungen gibt als bei regulären Jobs? Vielen Dank, Frau Ferschel. Dr. Grabka. Ja, vielen Dank für die Fragen. Die generelle Reformbedürftigkeit von Minijobs ergibt sich vor allen Dingen für mich aus fünf verschiedenen Aspekten. Das ist erstens, Minijobs haben mit dazu beigetragen, für die letzten Minijobs-Reformen, dass wir in Deutschland einen der größten Niedriglohnsektoren im europäischen Vergleich haben. Zweitens, Minijobs stellen entgegen der Intention von 2003 keine Springboard-Funktion in den meisten Fällen dar in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung, sondern die Mehrheit der Beschäftigten verbleibt entweder in dieser Beschäftigungsform oder wechselt dann eher in Nichterwerbstätigkeit. Drittens, Minijobs stellen vielfach prekäre Beschäftigungsverhältnisse dar, da sie zwar formal anderen Arbeitnehmern gleichgestellt sind, aber in der Praxis sehr viele verschiedene Nachteile erfahren. Also zum Beispiel, wir haben in unseren Daten festgestellt, dass diese eben zum Beispiel gar keinen Arbeitsvertrag haben oder dass sie zum Beispiel im Vergleich zur Stammbelegschaft deutlich niedrigere Löhne haben. Viertens, Minijobs stellen keine eigenständige soziale Absicherung dar, was natürlich im Hinblick auf Alterssicherung zum Beispiel ein großes Problem darstellt. Und fünftens, gerade die aktuelle Pandemiesituation, da wird das offensichtlich, Minijobber haben keinen Anspruch auf Kurzarbeitergeld und fallen dann eben, wenn sie erwerbslos werden, direkt auf die Grundsicherung zurück, falls eben keine anderen Einkommenskomponenten vorhanden sind. Zu Ihrer zweiten Frage, warum sind Minijobs denn scheinbar so attraktiv? Naja, wie gesagt, formal ist zwar die Abgabenquote, wie wir es ja gerade eben auch gehört haben, durchaus höher als bei anderen Beschäftigten, aber diese Abgabenquote berücksichtigt natürlich nicht alle Arbeitskosten direkter als auch indirekter Art. Also wie gesagt, Minijobber erhalten vielfach niedrige Stundenlöhne als die Stammbelegschaft. Sonderzahlungen werden zum Beispiel nicht gewährt. Lohnfortzahlung im Krankheitsfalle oder auch bei Urlaub wird immer wieder berichtet, dass das nicht gewährt wird. Auch Weiterbildungsangebote werden Minijobbern häufig nicht angeboten. Man kann natürlich sagen, dass einer der entscheidenden Punkte für die Arbeitgeber vor allem darin besteht, dass das flexiblere, einsetzbarere Tätigkeiten sind, weil eben der Arbeitgeber kurzfristig Beschäftigte eben mit Minijobs schneller einsetzen kann und eben hier das ohne größeren bürokratischen Aufwand vor allen Dingen möglich ist. Also zählt man alle Aspekte zusammen, dann kann man ganz generell natürlich sagen, dass Minijobber kostengünstiger sind. Ansonsten wäre es ja ziemlich absurd, dass gerade die FDP und auch die CDU ja sogar eine Anhebung der Minijobschwelle fordert, weil in der Regel würden sie ja nicht sozusagen den Arbeitgebern es unnötig schwerer machen. Vielen Dank, Dr. Grabke. Als nächstes der Kollege Pascal Meiser. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Herr Dr. Grabke,
auch an Sie richtet sich meine Frage. Sie haben ja schon angeführt, dass aus Ihrer Sicht Minijobs keine Brücke in sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse sind. Können Sie das vielleicht noch ein bisschen darstellen, wie Sie weit das durch Ihre Zahlen belegt ist? Und zum Zweiten, in welcher Form gibt es eine Evidenz, dass Minijobs möglicherweise sogar sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse verdrängen? Dr. Gabka. Ja, auch vielen Dank für diese Fragen. Es ist so, dass natürlich nicht nur von unserem Hause, dem DEW, Studien hierzu vorliegen, sondern verschiedene Institutionen und Wissenschaftler sich bezüglich dieser Sprungbrettfunktion geäußert haben. Also zum Beispiel, ich habe in Form einer Bertelsmann-Stiftung Studie eben ausgewiesen, dass wir eben den Niedriglohnsektor insgesamt betrachtet haben, wobei ja 3/4 der Minijobber dem Niedriglohnsektor zuzuordnen sind. Und hier konnten wir feststellen, dass im Zeitraum 2015 bis 2018, also ein Vierjahreszeitraum, gerade mal 17% der Minijobber in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung gewechselt sind. Das heißt, 83% verbleiben entweder in diesen Minijobs oder wechseln viel schlimmer noch in Nichterwerbstätigkeit. Herr Wallwey ist ja auch heute hier Experte. Ich habe mir das aber auch extra rausgesucht und zitiere ihn mal, dass er 2018 gesagt hat oder zu der Aussage kam, dass Minijobs nur selten eine Brücke in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung darstellen. Das RWI mit Herrn Bachmann zum Beispiel sagte, im Hinblick auf die Umwandlungsbereitschaft von Arbeitgeberseite bei Minijobs, dass diese in Umwandlung in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung, dass das sogar in den letzten Jahren abgenommen hat, diese Bereitschaft von Seiten der Arbeitgeber. Und vielleicht noch on top, das arbeitgebernahe Institut der deutschen Wirtschaft hat selber zu der Thematik auch schon publiziert und kommt ganz klar zu dem Ergebnis, dass Minijobber mehrheitlich in dieser Beschäftigungsform verbleiben. Oder wenn sie ihre Erwerbsform verändern, dann wechseln sie eher in Arbeitslosigkeit oder Erwerbstätigkeit. Zu Ihrer zweiten Frage, diese Verdrängung von Minijobs, das ist vielleicht ganz interessant zu sehen, das ist ein ganz neues Papier von der Kollegin Regina Riepan gibt. Sie ist Vizepräsidentin der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina und sie hat in einer gut hochgerankten Zeitschrift gerade eben vor wenigen Wochen erst veröffentlicht und da zitiere ich mal ihr Ergebnis daraus, Zitat, diese Ergebnisse implizieren, dass die Minijobbeschäftigung im Jahr 2014 mehr als 0,5 Millionen ungeförderte Beschäftigungsverhältnisse allein in Kleinbetrieben verdrängt haben könnte. Oder auf Seite des IAB, die Herren Hohendanner und Stegmeier kommen zu dem Ergebnis, dass es Hinweise auf Verdrängung von sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung durch Minijobs gibt. Auch diese beiden Kollegen kommen zu dem Ergebnis, dass es insbesondere in klein- und mittelgroßen Betrieben so vorkommt. Soweit. Vielen Dank, Dr. Grabka. Frau Ferschel. Eigentlich nur noch anderthalb Minuten, muss ich sagen. Also ganz lang ist es nicht. Okay, dann mache ich die Frage sehr kurz. Meine nächste Frage geht an Frau Dr. Claudia Weinkopf. Und zwar, es gibt ja verschiedene Vorschläge zur Eindämmung von Minijobs, unterschiedliche Vorschläge. Und um die Frage kurz zu machen, würden Sie bitte Ihre Position erläutern? Vielen Dank. Mit der Bitte um kurze Antwort. Frau Weinkopf. Und wir könnten Sie noch besser verstehen, wenn Sie Ihr Mikro einschalten. Jetzt hören wir Sie. So, Entschuldigung, genau. Ja, also ich denke, wir sollten keine Einzelmaßnahmen diskutieren oder über die muss man auch diskutieren. Aber was tatsächlich gebraucht wird, ist ein stimmiges Gesamtkonzept. Und aus meiner Sicht sollte das in die Richtung gehen, die Minijobs sozusagen wegschmelzen zu lassen und perspektivisch auf sozialversicherungspflichtige Beschäftigung zu setzen. Da hat Herr Grabka ja eben auch schon einige Argumente für angeführt. Vielen Dank für diese kurze Antwort. Und damit sind wir am Ende der Fragerunde der Linksfraktion angekommen und kommen zur Fragerunde der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Und da habe ich Frau Müller-Gemmicke als Teilnehmerin. Frau Müller-Gemmicke, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht an Frau Dr. Claudia Weinkopf. Vielleicht am Anfang ganz kurz, was halten Sie denn von den Vorschlägen von der FDP und AfD, die Minijobs zu erhöhen, also die Verdienstgrenze nach oben zu setzen beziehungsweise zu dynamisieren? Und was spricht dagegen? Und wäre es vielleicht der bessere Weg, wie es DIW ausdrückt, dass es eher abgesenkt werden muss? Vielen Dank. Frau Weinkopf, Sie haben das Wort.
Ja, eine Dynamisierung der Verdienstgrenze halte ich oder für einen falschen Weg, weil dies mutmaßlich mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einem weiteren Anstieg der Zahl der Minijobs führen könnte. Und ich denke, dass die Minijobs, habe ich eben schon gesagt, zurückgedrängt werden sollten. Also von daher, ja, an der Stelle Daumen runter für eine Dynamisierung. Ganz grundsätzlich halte ich ein stimmiges Gesamtkonzept für notwendig, das darauf hinausläuft, auch in Kombination mit einer Reform des Ehegattensplittings, das scheint mir an der Stelle auch wichtig, einen Rahmen zu finden und keine isolierten Einzelmaßnahmen in dem Kontext anzustreben, weil da dann immer wieder ein Schlupfloch an anderer Stelle entsteht. Vielen Dank, Frau Weinkopf. Frau Müller-Gemmicke. Ja, vielen Dank. Nochmal Frage an Frau Dr. Weinkopf. Vielleicht führen Sie auch noch mal kurz aus, warum aus Ihrer Sicht unbedingt die Minijobs sozialversicherungspflichtig werden müssen. Frau Weinkopf. Das liegt daran, dass zahlreiche Studien gezeigt haben, dass eben die Gleichbehandlung von geringfügig Beschäftigten und sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in der Praxis nicht erreicht wird, sondern ganz häufig gegen Arbeitnehmerrechte, gegen Ansprüche und so weiter verstoßen wird und dass die Beschäftigten auf sich alleine gestellt sich dagegen aber auch nicht wirksam wehren können. Von daher muss man ihre Rechte stärken und das geht aus meiner Sicht vor allem dadurch, dass man sie in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung bringt. Frau Müller-Gemmicke. Vielen Dank. Ja, nochmal eine Frage an Frau Dr. Weinkopf. Sie haben jetzt schon begonnen, weil ich zu sagen, dass wir ein Gesamtkonzept brauchen, weil ich glaube, viele sagen, wir müssen die Minijobs reformieren in Richtung Sozialversicherungspflicht, aber alle sagen auch, das ist nicht ganz so einfach und es ist eine komplexe Zielsetzung, aber dennoch nochmal konkret. Man muss also in die Minijob einfließen lassen, so habe ich das jetzt verstanden. Und trotzdem möchte ich nochmal nachfragen, wie es konkret gemacht werden kann. Was wäre denn, wäre es vielleicht notwendig, am Anfang zum Beispiel gewisse Gruppen außen vor zu lassen, also außerhalb der Reform, beispielsweise Rentnerinnen und Rentner, die sozusagen in einem ganz anderen Status drin sind als Beschäftigte oder eben die Studentinnen und Studenten oder Schülerinnen, braucht es so gewisse im Endeffekt Zwischenschritte, um diese Reform Stück für Stück auf den Weg zu bringen? Frau Dr. Weinkopf. Das ist die Richtung, in die ich auch denke. Rentnerinnen, Studierende und SchülerInnen sind ja meist nur über eine gewisse Phase in der geringfügigen Beschäftigung. Von daher sehe ich da nicht so das große Problem. Da könnte man Übergangsregelungen oder vielleicht auch eine Ausnahmeregelung in gewissem Maße einführen. Aber für den größeren Bereich derjenigen, die in Minijobs arbeiten, ist das keine Lösung. Aber die Weiterführung der bisherigen Regelungen scheint mir wirklich ein falscher Weg zu sein. Wir müssen da zu neuen Ansätzen kommen und das auch möglichst gut miteinander verzahnen. Vielen Dank, Frau Weinkopf. Frau Müller-Gemmicke, noch 3,5 Minuten. Ich klopfe jetzt einfach mal so ein bisschen ab, an welchen Stellen die Reform sofort ansetzen muss oder nicht. Eine weitere Gruppe, wo wir sehr ernsthaft drauf gucken müssen, das sind die Leute, die Minijobs, die in Privathaushalten momentan angestellt sind, über das Haushaltscheckverfahren. Das wurde ja gemacht, um sozusagen die Leute in die legale Arbeit zu bekommen, aus Schwarzarbeit. Was glauben Sie denn, wenn wir in einem ersten Schritt eben auch an dieser Stelle die Minijobs sozialversicherungspflichtig machen würden,
was es bedeuten würde. Und käme es da wieder vermehrt zu Schwarzarbeit? Oder wie ist Ihre Einschätzung dazu? Ich meine, wissen kann man es vorher nicht, aber eine Einschätzung. Frau Dr. Weinkopf. Ich denke, dass man für Minijobs in Privathaushalten möglicherweise eine besondere Regelung braucht. Da ist es ja in den letzten Jahren ein Stück weit gelungen, zumindest einen kleineren Teil dieser Beschäftigungsverhältnisse in legale Arbeitsverhältnisse umzuwandeln. Das ist auch stark gefördert worden durch eine fast vollständige Befreiung der Privathaushalte von von Sozialabgaben. An der Stelle würde ich denken, könnte man über eine Sonderregelung nachdenken. Die sollte allerdings eng begrenzt auf diesen Bereich der Beschäftigten in Privathaushalten begrenzt werden. Frau Müller-Gemmicke, noch eine kurze Frage. Dann würde ich, glaube, das kann man mit mehr oder weniger mit Ja oder Nein beantworten. Wir haben ja auch die Minijobs im Nebenverdienst. Und da ist die Frage, wenn man also irgendwie immer so in Schritten denkt, wäre das der Bereich, wo man sagen könnte, das könnte sofort abgeschafft werden, weil es ja auch was mit Gerechtigkeit, mit steuerlicher Gerechtigkeit zu tun hat. Vor meinen Kopf. Zu dem Schluss könnte man kommen, allerdings haben die meisten von uns ja wahrscheinlich noch in Erinnerung, was 98, 99 passiert ist, als man schon mal die Minijobs als Nebenjobs zeitweilig abgeschafft hat. Da hat es einen riesen Sturm von Protest gegeben, was ja letztlich dann auch dazu geführt hat, 2003 sozusagen fast wieder zu der vorherigen Regelung zurückzukommen. Von daher, ja, schwieriges Feld, würde ich sagen, an der Stelle. Aber auch da kann man sicherlich überzeugende Lösungen finden, wenn man im Rahmen eines Gesamtkonzeptes da Maßnahmen überlegt. Vielen Dank, Frau Weinkopf. Schwieriges Feld war ein schönes Schlusswort. Damit sind wir am Ende der regulären Fragerunde angekommen und kommen jetzt zur freien Runde. Und da hat sich für die Unionsfraktion als erstes Herr Kartes gemeldet. Herr Kartes, Sie haben das Wort. Musste ich mich erstmal wieder lautschalten. Ja, ich habe noch eine ergänzende Frage an BDA, und zwar die Landwirtschaft, insbesondere die Sonderkulturbetriebe, die sind während der Pflanz- und Erntezeit auf ausländische Saisonarbeitskräfte angewiesen. Und ich wollte noch mal nachfragen, wie sich das aus Ihrer Sicht jetzt gerade in Pandemiezeiten darstellt. Reichen die Regelungen, die wir haben, momentan da schon aus, damit sozusagen die Betriebe ausreichend ihrer Arbeit nachkommen können, oder brauchen wir weitere Sonderregelungen aktuell, insbesondere auch vor dem Hintergrund, dass wir ja den Gesundheitsschutz auch der dort dann Angestellten gewährleisten wollen. Die 115-Tage-Regelung ist ja schon angesprochen worden. Vielleicht da von Ihnen noch mal eine kurze Einschätzung, wie es aussieht. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kartes. Frau Dr. Wagenmann. Ja, also was ja festzustellen ist, ist, dass die pandemische Lage aktuell weiter andauert. Ich glaube, da braucht man nicht drüber zu diskutieren. In allen anderen Bereichen werden Sonderregelungen, die aufgrund der pandemischen Lage getroffen wurden, verlängert, Krankenhausschutzschirm und so weiter und so fort. Es ist sozusagen fast ja gar nicht einzusehen, warum andere Regelungen, die aufgrund der pandemischen Lage im letzten Jahr eingeführt wurden, nämlich die Verlängerung auf 15 Tage vom 1.3.2020 bis 31.10.2020, jetzt aufgrund des Fortdauerns der pandemischen Lage nicht auch verlängert werden sollten. Die Situation hat sich ja im Vergleich zum letzten Jahr nicht geändert. Und die Betriebe sind tatsächlich hier auf die Saisonarbeiter angewiesen. Vielen Dank. Für die SPD-Fraktion Frau Hiller-Ohm. Herzlichen Dank. Meine Frage richtet sich an Herrn Professor Wallwey. Andere EU-Mitgliedstaaten haben ja auch Gastronomie, Hotellerie und Einzelhandel. Und da gibt es ja auch den Bäcker, der vielleicht eine Arbeitskraft nur für 3 Stunden am Sonntag braucht. Wie gehen die Mitgliedstaaten mit der geringfügigen Beschäftigung um? Gibt es dort auch Minijobs oder entsprechend Alternativen? Danke.
Ja, Herr Professor Weiler. Ja, Frau Hehler-Ohm, ich glaube, das ist natürlich insofern auch sehr differenziert, weil tatsächlich natürlich es viele andere Länder gibt, die auch ihren Sozialstaat völlig anders finanzieren, als wir das in der Bundesrepublik haben. Bei uns ist es ja so, dass der Sozialstaat in weiten Teilen jedenfalls durch das Sozialversicherungssystem, durch die Sozialversicherungsbeiträge finanziert wird. In anderen ist es eben viel stärker auch durch Steuern eigentlich auch finanziert. Man muss sagen, dass die geringfügige Beschäftigung in ihrer beträchtlichen Tragweite schon eine deutsche Besonderheit ist, weil wir da eine relativ hohe Verdienstgrenze haben. Es gibt in anderen Ländern sehr wohl Bagatellgrenzen, also für Steuern oder auch für Abgaben. Ich meine, wir haben ja auch, wenn Sie mal ins Einkommensteuerrecht schauen, haben wir ja auch sowas wie so eine Übungsleiterpauschale, die ja auch so eine gewisse Größenordnung, jetzt, ich nenne mal einfach den Betrag 3.000 Euro im Jahr, über sowas kann man ja am Ende des Tages nachdenken und könnte natürlich viele dieser Beschäftigungsverhältnisse vielleicht auch über diesen Weg auch absichern. Es gibt dann eben auch noch den Punkt dieser Zweitjobs, und das muss man sagen, gibt es also nirgendwo anders. Das, denke ich, ist vielleicht auch nochmal ein ganz, ganz wichtiger Hinweis. Also die sind wirklich etwas Einzigartiges. Und hier ist es ja eben auch schon mal angeführt worden, dass die Regelung tatsächlich natürlich auch als eine Benachteiligung zu sehen ist gegenüber einer Mehrarbeit im Hauptarbeitsverhältnis. Also da sind auch, denke ich, auch andere Länder an der Stelle auch wohl nicht bereit, sozusagen hier sozusagen Überstunden auf der einen Seite eben anders zu behandeln als eben die Mehrarbeit in einem Zweitjob. Und das, da muss man sicherlich auch langfristig darauf achten, dass man im Grunde jetzt so Wettbewerbsverzerrungen zwischen Beschäftigungsformen auch wirklich auch beseitigt. Und da habe ich aber eben auch schon mal gesagt, wenn man sich andere Länder zum Vorbild nimmt, man sollte da schrittweise herangehen. Es macht keinen Sinn, die Dinge abrupt sozusagen zu beendigen, sondern eben da auch vernünftige Schritte zu gehen. Vielen Dank, Professor Wallwey. Für die AfD-Fraktion Herr Witt. Ja, ich möchte doch zum Schluss noch Herrn Dr. Tiede befragen. Die Gruppe der Minijobber ist ja eine sehr heterogene Gruppe. Wir haben die Sondergruppen der Studenten und Rentner und die typischen Minijobber wie Hausfrauen und Arbeitslose. Ergeben sich für die letztgenannten Gruppen aus Sicht der Rentenversicherung Besonderheiten? Also sind das aus Ihrer Sicht, also aus Sicht der deutschen Rentenversicherung, sogenannte gute Risiken? Dankeschön. Dr. Tiede. Ja, schönen Dank. Das ist natürlich ganz schwer zu sagen. In wenigen Minuten zu sagen, was gute und schlechte Risiken in der Rentenversicherung sind, ist wirklich schwierig. Ich glaube, ein wichtiger Punkt, der hier heute noch nicht angesprochen ist, ist ja, dass über ein versicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis auch Anwartschaften auf Erwerbsminderungsrente aufrechterhalten werden. Und das ist, glaube ich, etwas, was also eine spezielle Form von Risiko, die in der Alterssicherung abgesichert wird und die man eben nur absichert, wenn man versicherungspflichtig ist. Darüber hinaus, glaube ich, wäre das wirklich jetzt, müsste ich sehr weit ausholen, um diese Frage gewissenhaft und gut zu beantworten, einfach weil wir im Bereich Minijob und Midijob in diesem Übergangsbereich wirklich sehr komplexe Zusammenhänge haben, wo man, glaube ich, nicht so in zwei Minuten das schnell abfrühstücken kann. Aber ein wichtiger Punkt ist wirklich, Schutz vor Erwerbsminderung kriegt man nur, wenn man versicherungspflichtig ist, und das ist man eben mit einem Minijob allenfalls dann, wenn man in der Versicherungspflicht verbleibt und sich nicht befreien lässt. Danke. Vielen Dank, Herr Tiede. Und jetzt für die FDP-Fraktion der Kollege Kober. Ja, meine Frage richtet sich an Herrn Dr. Wallwey. Herr Dr. Wallwey, Herr Dr. Grabka hatte ja eine gänzlich andere Perspektive auf die Minijobs mit Blick auf den Wechsel von Minijob in Arbeitslosigkeit und bei der Frage, dass Minijobs sozialversicherungspflichtige Beschäftigung verdrängen. Wo denken Sie, dass Herr Grabka die Zahlen sozusagen her hat, beziehungsweise was sieht er nicht? Vielen Dank, Herr Kober. Professor Wallwey. Also wenn ich jetzt den ersten Teil der Frage richtig verstanden hatte, dann ging es ja um den Wechsel von Minijobbern in andere, sagen wir mal, Statusformen. Also ich habe da eigentlich im Grunde keine andere Sicht darauf. Es gibt wenig Hinweise, und es ist ja immer die Frage, was wäre ohne Minijob gewesen bei dem Sprungbretteffekt. Es ist ja nicht so, dass man einfach nur schauen kann im Zeitvergleich, es haben sich irgendwelche Entwicklungen abgezeichnet, sondern entscheidend ist,
ob der Minijob kausal war, wenn man so will, für den Übergang. So, das ist, wenn man so will, die wissenschaftlich spannende Frage. Und da müssen wir sagen, haben wir sehr, sehr wenig Belege dafür. Das ist, wenn, dann nur für ganz kleine Gruppen. Das kann ich bestätigen. Und klar ist natürlich, dass wir neben der Erwerbstätigkeit und dem Übergang in eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung natürlich auch sowas wie Nichterwerbstätigkeit haben, auch als weitere Option. Wir haben ja da, gerade bei Rentnern und Rentner spielt das eine gewisse Rolle. Es kann auch sein, dass sich Studierende später einmal selbstständig machen und so weiter. Es gibt so viele Möglichkeiten. Also von da aus würde ich sagen, das kann ich eigentlich auch nur bestätigen, dass dieser eigentlich gewünschte Übergang in eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung tatsächlich der Ausnahmefall ist. Und dann hatten Sie noch nach der Verdrängung gefragt. Da hatte Herr Grabka tatsächlich zwei Studien angesprochen, die mir genauso natürlich bekannt sind. Also einmal von der Kollegin Rippan und unsere eigene. Und die jüngere Studie der Kollegin Rippan, die kommt sogar noch zu stärkeren Verdrängungseffekten im kleinen und mittleren Betrieb. Und auch da haben wir genau Betriebe verglichen eben, die sagen wir mal, Minijobs einsetzen und geguckt, inwieweit sich da in diesen Betrieben dann eben eine Verdrängung zeigt. Und das sind eben vor allem kleinere und mittlere Betriebe, wo man das sagen kann, wo eben unter anderen Bedingungen die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung stärker gestiegen wäre. Das ist sozusagen der Befund. Und ich kann das insofern auch nur bestätigen, was Herr Grabka gesagt hat. Vielen Dank, Professor Wallwey. Für die Linke Pascal Meiser. Ja, vielen Dank. Meine Nachfrage richtet sich an den DGB. Was sagen Ihre Erfahrungen aus der Praxis? Würde der Wegfall von Minijobs tatsächlich dazu führen, dass Jobs ins Illegale verdrängt würden? Oder ist es umgekehrt, dass Sie Minijobs eher Schwarzarbeit tarnen? Und falls letzteres der Fall ist, welche Folgen hätte dann eine bloße Absenkung der Geringfügigkeitsgrenze? Vielen Dank, Herr Meiser. Herr Jakob. Frau Räder. Frau Räder. Also die institutionellen Rahmenbedingungen der Minijobs machen diese Beschäftigungsverhältnisse ja für Schwarzarbeit besonders anfällig. Vor allem diese Bruchkante bei 450 Euro zurzeit setzt also die Beschäftigten erheblich unter Druck, alles darüber hinaus dann eben auch gegebenenfalls schwarz zu arbeiten. Die Überschreitung der vertraglich vereinbarten Arbeitszeit mit und ohne Bezahlung ist bei sogenannten Minijobs ohnehin weit verbreitet. Insgesamt dürfte der Umfang von Schwarzarbeit unter dem Deckmantel geringfügig entlohnter Beschäftigung deswegen sowieso hoch sein. Auf der anderen Seite wird allein durch das Minijob-Modell Schwarzarbeit nicht verhindert, weil es keinen starken Anreiz gibt, vormals illegale Beschäftigung deswegen zu legalisieren. Das sehen wir eben ganz anders. Wir möchten in dem Zusammenhang auch ausdrücklich nochmal auf die Wippermann-Studie von 2012 hinweisen. Herr Wippermann resümierte, insofern gibt es deutliche Hinweise dafür, dass das Instrument Minijob die Schwarzarbeit nicht reduziert hat, sondern selbst auch ein Katalysator für Schwarzarbeit ist. Da die Schwarzarbeit, die Verhinderung von Schwarzarbeit aber ein starkes Argument war neben der Brückenfunktion für die Einführung oder die Erleichterung von Minijobs, ist das auf jeden Fall jetzt, wenn man das so resümiert, kein starkes Argument für die Beibehaltung dieser Sonderregelung und kann insoweit nicht ins Feld geführt werden. Vielen Dank, Frau Räder. Und die letzte Frage in dieser Anhörung stellt Frau Müller-Gemmige für Bündnis 90 Die Grünen. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ja, ich habe ja jetzt bei Frau Weinkopf sehr nachgefragt. Jetzt würde ich noch mal bei Dr. Grabka nachfragen. Sie schreiben zwar, man sollte die Minijobs, also die Schwelle nach unten setzen, aber die Frage wäre, wenn man sagt, man will aktiv sozusagen ein Konzept auf den Weg bringen, um die Minijobs sozialversicherungspflichtig zu machen, was glauben Sie denn wären wichtige Schritte dafür? Dr. Grabka. Ja, ich denke mal, ich würde mich da dem Statement von Frau Weinkopf auch entsprechend anschließen. Ich glaube, entscheidend ist tatsächlich, die Richtung einzuschreiten. Also das Signal, die Minijobgrenze anzuheben und zu dynamisieren, würde ja tatsächlich wirklich noch mehr Beschäftigte in prekäre Beschäftigungssituationen bekommen und die Niedriglohnsektor in Deutschland noch weiter ausweiten. Das heißt, wir müssen die Weichen in die andere, entgegengesetzte Richtung stellen. Unser Vorschlag im DEW war halt zumindest erstmal auch in der Sicht eher
eher pragmatischer Natur, dass wir zumindest die Minijobschwelle auf einen Betrag von ungefähr 300 Euro zum Beispiel absenken. Aber das alleine ist es nicht, sondern unsere Position ist vor allen Dingen, dass wir diese Absurdität, die Herr Weiber ja auch gerade beschrieben hat, dass wir international eine der wenigen sind, die Minijobs in Nebentätigkeit entsprechend privilegieren, dass wir Menschen, die, wie unsere Studie zeigt, häufig gar nicht angewiesen sind auf diese Privilegierung der Sozialabgaben und Steuerbefreiungen von Minijobs in Nebentätigkeit, weil diese häufig im Haushaltskontext sehr hohe Einkommen sogar haben, dass wir da vor allen Dingen auch angreifen, also einerseits Minijobschwelle senken und gleichzeitig die Sozialabgabenbefreiung in der reinen Nebentätigkeit abschaffen. Das würde sicherlich Signale setzen und Anreize, dass diese Minijobs eher mittelfristig dann in besser sozialversicherungsrechtlich abgesicherte und auch in der Regel besser entlohnte Tätigkeiten umgewandelt werden. Vielen Dank, Dr. Grabka. Damit sind wir am Ende unserer heutigen Fragerunde angekommen. Und ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken für die schönen Auskünfte, die Sie uns gegeben haben. Und ich wünsche Ihnen noch einen schönen weiteren Wochenanfang und sehr viel Erfolg dabei. Alles Gute. Tschüss.